Etwa 100 Bauern haben am Donnerstag diesen Fähranleger in Schlüttsiel blockiert und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck so am Verlassen eines Schiffs gehindert. Habeck befand sich im Urlaub. Mit der Blockadeaktion wollten die Bauern offenbar auf ihre Situation aufmerksam machen. Derzeit sorgt die geplante Streichung von Subventionen für die Landwirtschaft für heftige Proteste. Der Bauernverband kritisierte die Vorgänge scharf. Die Aktion sei eine Grenzüberschreitung, eine Verletzung der Privatsphäre, hieß es. Der Verband sprach sich gegen Gewalt und Nötigung aus. Politiker vieler Parteien verurteilten die Aktion ebenfalls, unter ihnen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesjustizminister Marco Buschmann. Dagegen nannte die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht Habecks Reaktion so wörtlich peinlich. In ihren Augen habe sich Habeck als Opfer dargestellt.